Hallo, ich möchte heute ein kleines Unboxing-Video machen mit dem neuen iXtrons. Und zwar haben wir jetzt hier ein iX7239BS. Neu ist das S hinten dran. S wie dritte USB-Buchse, ganz klarer Fall. Der Hersteller hat ja doch eingelenkt auf unser Bitten und dem Gerät noch eine dritte USB-Buchse spendiert im Vergleich zur Version B. Wenn wir den Karton aufmachen, begrüßt uns auf den ersten Blick natürlich die Bedienanleitung, die noch in Englisch verfasst ist. Wir haben hier ein Paket mit Kabeln und das Gerät selber, das ich jetzt mal kurz herausfinden möchte. Sieht ein bisschen neu aus. Früher war das immer alles in weißem Schaumstoff gepackt. Jetzt hat man sich schwarz schon unterwegs. Ja, das Kabel kommt wie immer eingetütet. Und auch hier war es jetzt noch kurz raus. Okay. So, wir haben jetzt diese wunderschöne Front, das spiegelt sich auch sehr schön, wie ihr seht. Das Tastendesign ist ein bisschen abgeändert im Vergleich zu den alten Serien IQ und PQ. Ansonsten sieht es ja von vorne eigentlich gleich aus. Wir haben wie immer das Typschild oben drauf, Steckerbelegung und hinten die Anschlüsse, die auch bisschen verändert sind, wie ich es gerade sehe. Wir haben GPS wieder als Fahrkraftstecker. Wir haben 4G für die SIM-Karte, Wi-Fi-Antenne, Mikrofonbuchse hinten ist neu und dann den Hauptanschluss, der sich hier unter dem Stecker versteckt. Da geht es dann mit der Spannungsversorgung rein. Ansonsten sehe ich jetzt keine große Veränderung. Aber wie immer clever haben sie hier die Lüftungsöffnung zugeklebt. Naja, das schauen wir uns an. So, dann schauen wir mal, was wir an Zubehör noch dazu bekommen haben. Wie gesagt, Bedienungsanleitung, ganz toll, richtig. Dann schauen wir mal hin. Wir haben die wunderschönen Halter, die wir eigentlich nie benutzen, weil sie nicht so sonderlich stabil sind. Es sind sogar Schrauben diesmal mit drin. Okay. Dann einmal zwei USB-Kabel und hier das dritte dazu. Wir haben den SIM-Kartenhalter. Schauen. Push steht drauf. Mit Push passiert nichts. Schauen wir uns dann halt später an. Der SIM-Kartenhalter. Dann haben wir einen Kabelbaum mit relativ vielen Cinch-Kabeln dran. Sollte mal schauen. Front, Out, Aux in, die Kamera, DVR, Video in. Subwoofer, oh, eine Wi-Fi-Antenne, Reverse, okay, sehr schön. Dann haben wir dazu einen Antennenadapter auf Fakra. Da bin ich gespannt, wie sich das in der Tiefe macht. Im Regelfall ist das zu lang. Dann haben wir hier eine 4G-Antenne. Die GPS-Maus mit dem Fakra-Stecker, eine Canvas-Box, dann haben wir noch ein Mikrofon im Lieferumfang,
einen Adapter für den DIN-Antennenstecker und unser Hauptanschlusskabel. Hier bin ich am meisten gespannt, wie sie das jetzt gelöst haben. Und ich sehe auch schon große Freunde. Oh je. Das Zündungssignal. Okay, das wird spannend. Hier hat X-Trans mal wieder einen Spaß gemacht, wie ich sehe. Hier kommt dann die Canvas-Box dran. Sehr schön. So, ich vermute mal, das Zündungssignal macht die Canvas-Box. Okay. Gut, das schauen wir uns dann in Ruhe an. Also ich sehe jetzt gerade hier nur, wer so schnell das jetzt nicht mitgesehen hat, wir haben hier was hier, das rote Kabel, was das Zündungssignal wäre, was eigentlich ja direkt in den Radiostecker hineingehen sollte. Und wir sehen aber hier das rote Kabel, das verläuft hier lang und geht in die CAN-Bus-Box. Kann gut funktionieren, aber wir hatten auch schon hier und da Probleme damit. Schauen wir uns an. Ansonsten müsste man halt das rote Kabel hier trennen und mit dem verbinden. Ich denke, das werde ich dann noch machen. Und dann sehe ich hier auch einen ganz großen Freund. Wir haben hier diese neue Erfindung. Das ist der Gegenstecker für den blauen Bordmonitorstecker. Mit der tollen Idee der Entwickler, dass man dann keine Verlängerung nach hinten legen muss. Lasst es bitte sein, es funktioniert wirklich nicht gut. Das Signal vom Radio kommt dann hier nur als Tape, also nur als AUX, als zwei Kanäle. Das heißt, der Filter macht keinen Sinn, das DSP im Radio macht keinen Sinn. Ja, bin ich noch dran, dass der Stecker vielleicht wieder entfällt, weil sinnfrei. Gut, ich würde das dann mal zusammenstecken schnell und dann kommt das erste Problem, wie machen wir dieses Radio an? Schauen wir mal. Ich habe noch eine kleine Ergänzung hinten dran, ich habe gerade noch mal durch alle Tüten durchgeschaut. Es gibt doch noch eine einzelne Antenne für 4G, die hinten ans Radio geschraubt wird. Bitte die kleine Stummelantenne. Kenne nicht so eine Kabelantenne, wie man es erkennt, aber es sind doch beide Antennen enthalten, soweit als kleine Korrektur. So, wir machen weiter. Da ich hier keine Freunde damit haben, wir das Radio jetzt hier im Büro anzumachen, habe ich kurzerhand das Kabel hier durchgetrennt. Mache den Schutz jetzt hier kurz mal drauf. So. Das heißt, das Zündungssignal kommt jetzt hier über den Stecker bei mir mit. Wer es normal im Auto benutzt, wird das Problem, was ich sehe, vermutlich gar nicht haben. Ich kann es jetzt hier aber nicht anders testen, deswegen von mir kurz eine Kabelbrücke. Die anderen Kabel hier lassen wir erstmal völlig unberücksichtigt. Und ich würde das Radio mal zusammenstecken. Wir brauchen jetzt hier erstmal nicht... Doch, den brauchen wir. GPS lasse ich auch erstmal weg. Kabel erstmal weg. USB mache ich mal einen dran. Und den lege ich auch zur Seite. So, nehmen wir uns das Radio mal kurz von der Rückseite ran. Dann stecke ich jetzt dieses Kabel dran, weil ich hier gesehen habe, wie viel Antenne. Wenn das also unsere Netzwerkantenne sein soll, dann ist das so. So, dann haben wir ein USB. Der kommt bestimmt hier unten rein. Und ich mache jetzt einfach mal der Vollständigkeit halber den anderen USB noch. Der kommt hier daneben. Zack. Antenne, wenn wir sind, kommt dann hier ran. Und GPS-Maus, dass wir dann auch GPS-Positionen haben, die hier raufkommen und der Kartenleser passt da hinein. Also man sieht auch, die passen alle eindeutig. Da wäre auch das noch dran. Mikrofon könnt ihr jetzt hier unten einstecken und
die 4G-Antenne. 4G steht auch drauf. Da würde man dann da drauf schrauben. Das lasse ich jetzt mal weg. Und was war die List? Spannungsversorgung. Kommt hier rein. Warum passiert das noch nichts? Ganz klar. Spannung fehlt. So, ich hoffe, man sieht jetzt nicht nur die Reflexion, sondern auch mein schönes Gesicht. Und ich würde mir hier kurz eine Spannungsversorgung hinzufügen. Und das kurz anschließen. So, ein bisschen Glück, geht es ja auch schon los. Jetzt müssen wir, wie gesagt, schauen, wie gut das reflektiert. Hat sich kurz das DVD-Laufwerk gemeldet. Der erste Start bei den Radios dauert immer ein bisschen länger, immer so um die 30 Sekunden. Wenn es dann erstmal hochgefahren ist, geht das Ganze deutlich schneller. So, jetzt sehen wir schon die Radio-App. Ich vermute mal, wird jetzt ja noch nichts empfangen. Doch, der lokale Sender ist sogar schon da. Startzeit haben wir jetzt links oben. Die hat sich ein kleines bisschen umgestaltet. Okay, so auf den ersten Blick schön flüssig. Einstellung. Schauen wir dann in Ruhe durch. Okay, ach, der Zurück-Button ist jetzt da oben. Okay. Und hier unten werden immer die letzten Apps angezeigt, das habe ich auch schon gesehen. Bluetooth Music. Heißt auf der Startseite hier dann immer die zuletzt ausgeführten Apps. Ja, ich denke, ich werde erstmal kurz ein bisschen selber durchs Menü spielen, damit ich es dann gut zeigen kann. Soweit soll es das erstmal hier gewesen sein. So, ich habe dem Radio jetzt erstmal schon Internet gegeben. Deswegen jetzt schon hier oben das Wi-Fi-Symbol. Und ich werde mal kurz nur die allerersten Einstellungen hier durchgehen, weil das Gerät ist natürlich jetzt erstmal auf Englisch. Damit haben vielleicht ein paar Leute erstmal die ersten Stolpersteine. Deswegen gehen wir unten auf Systeme, Languages, auf die Sprache und fügen hier eine neue hinzu. In meinem Fall wäre jetzt gerade Deutsch favorisiert. Deutsch steht jetzt unten. Deswegen gehe ich jetzt hier auf Remove. Würde das Englisch hinausnehmen. Bin ich mir relativ sicher. Und schon ist alles auf Deutsch gestellt. Und dann machen wir noch die Uhrzeit. Da bin ich immer ein Freund dran, dass man die Zeit und Zeit aus dem Netzwerk nehmen, und die Zeitzone mache ich aber selber. Deutschland. So, im Moment hat es gerade gepasst, aber es gibt auch Situationen, wo das nicht so gut funktioniert. Deswegen ist das immer die sicherste Version. Dann kann man ja schauen, welche Version drauf ist. Man sieht auch, das Radio ist relativ groß. Wir haben 8 GB RAM zur Verfügung und 128 GB internen Speicher. Haben den Unisoc T618, das ist glaube ich drin, oder ein Android 12. Und ich müsste dann mal schauen, ob wir hier die aktuelle Version der Software haben. Nein, das ist eine ältere, das heißt, ich muss dann hier noch ein Update machen. Ja, ansonsten haben wir in den Autoeinstellungen die wichtigsten Einstellungen, wie zum Beispiel Warnung, wenn man ein Video guckt. Das ist natürlich Quark. Zeitnormalansicht. Viele Sachen, die man sich, denke ich, ganz in Ruhe anschauen muss. Die
Werkseinstellungen gibt es bei dem Radio, ist das hier 4 mal die 0. Und dann kommt man hier in ein sehr, sehr, sehr umfangreiches Menü. Auch damit muss ich mich noch in Ruhe befassen. Typ. Cannabis-Typ, hier sind wir schon, der BMW E46 ist ausgewählt, das würde funktionieren. Türen außen. Touch-Einstellung, Stadtlogo, Bootanimation. Spannung in der Statusleiste hätte ich ganz gern. Da kann man die Lautstärken der einzelnen Quellen einstellen. Videoeinstellungen. Farbe habe ich übersprungen. Was auch immer die Hochtemperatur sein mag. Neustart. Dann starte doch bitte einmal neu. Das Geräusch kenne ich so auch noch nicht. Ja, wie wir sehen, an der Front haben wir wieder die zwei SD-Slots, wie man sie kennt. Das Mikrofon ist drin. Die Knöpfe haben diesmal keine Beschriftung. Dann haben wir eigentlich. Wow. Das ist auf jeden Fall nicht der Reset-Knopf, der ist da unten, wenn es mal neu gestartet werden muss. Und die anderen Tasten, hoffe ich, kann man nachher dann noch umbelegen. Bluetooth sind wir wieder gelandet. Jetzt müsste ich eigentlich in den allgemeinen Einstellungen die Option finden, dass ich die Batteriespannung mir zeigen lassen kann. Genau. Soweit, so gut. Ja, ich denke, das war so ein erster Einblick in das Radio. Man könnte jetzt natürlich noch, warte, den Schritt machen wir noch schnell, die eBus-App installieren. Da würde mich natürlich jetzt fragen, wer ich bin. Ich würde erstmal keinen Account hinzufügen und würde dann noch schnell die wichtigste App überhaupt runterladen, wie ihr sie alle kennt. Der Link sollte auch bekannt sein. Jawohl, die hätte ich ganz gern. Das ging wirklich schnell. Und öffnen. Also man kann schon mal sagen, das Radio ist wirklich sehr, sehr zügig. Gut, damit hätten wir die dann auch drauf. Und das Ressler Interface könnte ich noch anschließen. Dazu mache ich noch eine kurze Pause. So, in der Zwischenzeit habe ich schon ein bisschen gespielt. Man sieht es bloß mal kurz, da lädt es gerade eine App runter. 400 MB. Das waren jetzt, gut, Internetverbindung hier ist schnell, aber wenige Sekunden. Mal so eine beliebte Sache, wie schnell das hier funktioniert. Mal schnell zeigen. Interner Speicher. Die ganzen Einstellungen lasse ich mal kurz weg. Schauen, wie schnell das anpacken geht. Deep OBD kennt man, glaube ich, die App. Ich glaube, von der Geschwindigkeit her muss ich das Radio nicht verstecken. Die Werte für ein Geekbench hatten wir auch schon im Wiki stehen.
Also das Radio ist flott. Das auf jeden Fall. Das macht natürlich. Gut, den müssen wir jetzt natürlich nicht zuschauen. Ich hatte vorhin noch erwähnt, wir wollen ja schauen, wie wir das Kabel für das Rössler-Modul noch installieren. Dafür haben wir bei dem Radio natürlich eine Menge Möglichkeiten aufgrund der Stecker hinten dran, die wir nicht brauchen. Es sind ja also wenigstens zwei Stecker dran, die niemand braucht bei der Installation. Ganz professionell seht ihr das gerade den Anschluss, wie ich das Radio jetzt mal im Büro angeschlossen habe. Dann bleibt hier auf jeden Fall der Stecker übrig und auch mein Lieblingsstecker, den ich ja vorher schon erwähnt hatte. Ich denke, wir werden mal prüfen, ob wir für den einen Gegenstecker hierfür anbieten können. Das werden wir prüfen. Ansonsten wäre jetzt meine Wahl, dass man einfach hier Dauerplus, den Bus und Masse hernimmt und die dann entsprechend hier den dreien, den braunen auf die Masse natürlich und weiß ist der Bus nicht, der grüne da drauf. Entweder hier drauflötet, abschneidet, wie auch immer, halte ich jetzt für die schönste Lösung oder man nimmt halt, wie ich es jetzt hier genommen habe, so eine Klemmverbinder. Bitte keine Stromdiebe, immer noch nicht. Und dann hier das Rössler-Modul dran. Und dann funktioniert die App natürlich auch wunderbar. Aber ich denke, das ist hier die schnellste Lösung. Den Stecker brauchen wir nicht. Worauf ich auf jeden Fall achten würde bei diesem Doppelstecker, also schön ist ja, dass jetzt hier beide Stecker immer dran sind. Also egal, ob ihr einen Vor-Facelift habt mit den runden Steckern oder den Facelift mit den flachen Steckern, es sind beide Stecker an einem Adapter. Das ist schön, das spart auch Platz. Was natürlich doof ist, die sind direkt miteinander verbunden. Das heißt, wenn hier Spannung drauf ist, ist auch da Spannung drauf. Das heißt, der Stecker, den man nicht benötigt, also hier dann natürlich auch, das heißt, die Stecker, die man nicht benötigt, sollten dann natürlich irgendwie isoliert werden. Wenn ihr kein Klebeband oder irgendwas da habt, nehmt euch irgend so eine Tüte, wo ihr Zubehör drin war, gebt das Zubehör raus und schiebt das einfach in die Tüte rein. Sinnbildlich würde ich es mal kurz. Schrauben raus wäre wichtig und dann einfach die Schrauben, die Stecker, die wir nicht brauchen, hier wenigstens so irgendwie sichern, Klebeband rum, damit die nicht irgendwo im Wagen auf Metall kommen und es hier einen Kurzschluss gibt und ihr euch dann fragt, warum das Radio jetzt ausgegangen ist nach der Sprungkuppe. Wäre nicht so cool. Ja, ich denke, das sollte es für den Moment soweit gewesen sein für das Radio. Ich finde es auf den ersten Blick gut. Es ist wirklich schnell. Und wie es sich dann im Auto macht, werden wir sicherlich zeigen, posten, schreiben, wie auch immer. Aber bis hierhin doch erstmal wirklich ein sehr, sehr schnelles Radio. Können vielleicht noch ganz kurz das DSP-Menü zeigen, was jetzt wirklich doch auch sehr umfangreich aussieht. Man kann jetzt den Equalizer einstellen für alle Lautsprecher, nur die vorne oder nur die hinten, also auch getrennt für vorne und hinten verstellen. Werkseinstellung ist klar. Dann haben wir ja natürlich die Loudness und den Subwoofer, die Lautstärke zum Einstellen. Unten die Frequenzbänder. Dann haben wir das Surround, also die Laufzeitkorrektur, wo wir für jeden Lautsprecher die Laufzeitkorrektur einstellen können. Hinten noch den Klang ein bisschen räumlicher machen. Bass Boost müssen wir uns dann anschauen. Ich denke, hier kann man extra noch vorne und hinten den Tiefgang der Lautsprecher etwas anheben. Schallfeldübersetzung. Also es gibt noch das Update, was ich vorhin erzählt hatte, was noch installiert werden muss. Ich habe ja versucht, mit dem Hersteller zusammen die Firmware nochmal zu übersetzen, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen deutscher klingt, so ein paar Sachen oder verständlicher werden. Also das ist eigentlich Fehler Balance, das sind eigentlich die Sachen, die man nicht macht, wenn man das benutzt. Aber das ist ja auch im Wiki erklärt. Ansonsten kann man halt auch wie üblich die Tonbalance verschieben. Und dann haben wir noch einen Bassfilter. Ich vermute mal, das soll ein Low-Pass sein, ein High-Pass so rum, dass die Lautsprecher quasi keinen Tiefgang kriegen, um so ein bisschen zu schonen, kann man dann quasi ein bisschen die tiefen Frequenzen wegnehmen, das macht er dann der Subwoofer und damit ratscht das nicht so
denke ich, war der Gedanke der Einstellung hier. Noch eine sehr schöne Sache, die Bluetooth Music App kennen wir alle, beziehungsweise die A2DP App. Bei dem Radio ist es so gelöst, dass wir in der Bluetooth-Einstellung, wo dann auch das Handy gekoppelt sein sollte, genau, meins ist jetzt schon drin, ist direkt die Bluetooth-App mit drin. So, wir waren jetzt gerade so wunderschön hier in der Bluetooth-App drin. Da ich mit dem Handy filme, kann ich euch jetzt leider nicht so gut zeigen, wie das hier funktioniert. Also hier läuft jetzt direkt die Musik über die App. Ich hoffe, das war so gedacht, dass man jetzt nicht extra die A2DP-App öffnen muss, damit das funktioniert. Man sieht auch hier immer das Bluetooth-Music-Icon. Da ich jetzt nicht mehr verbunden bin, funktioniert das natürlich gerade nicht. Und dann wollte ich eigentlich vor uns noch zeigen, aber das habe ich dann erst nachher auf dem Handy gesehen, dass es nicht geklappt hat, dass hier natürlich auch ein Z-Link drauf ist. Sprich eine CarPlay oder Android Auto App. Die funktioniert wirklich gut. Kann ich euch leider nicht zeigen, weil in dem Moment, wo ich das Handy, mit dem ich es gerade filme, hier mit dem Bluetooth, mit dem Radio verbinde, unterbricht er leider die Videoaufzeichnung. Geht aber ziemlich schnell. Würde mit einem iPhone natürlich genauso funktionieren, dass man das hier spielen kann und das Ganze ohne extra Hardware. Genau. So, damit haben wir eigentlich soweit alle Apps hier erstmal durch. Und den Rest dann Erfahrung im Auto. Vielleicht dann denke ich separat nochmal ein Video machen. Aber ich denke mal so insgesamt doch ein ganz gut gelungenes Radio, ziemlich zügig. Was ja doch sehr, sehr wichtig ist. Und die Lieblings-App wie immer. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Erster Überblick und dann sehen wir uns wieder, wenn das Radio im Wagen läuft.